Hallo, ich bin jetzt auf dem Rückweg vom Leistungsprüfstand. Wie schon gesagt, wir hatten vorher noch Mario mit dabei. Das Video wird auf seiner Seite online kommen bei den Schwabencheckern. Eigentlich wäre ja Kunde mit dabei gewesen, aber leider, wie schon gesagt, waren wir bezüglich einem Toolausfall zu spät. Es hat gerade noch so auf den Prüfstand gereicht. Zum Thema Prüfstand, wir sind ein klein wenig enttäuscht. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Allerdings gehen wir davon aus, weil wir haben untenrum eher einen Ladedruckabfall. Wir gehen davon aus, dass irgendwo ein Defekt vorliegt, sei es ein Krümmerriss oder der Lader oder irgendein Ventil macht nicht so mit, wie soll. Wir haben zwar knapp 8 PS mehr und wir haben auch besseren Drehmomentverlauf. Das heißt, das Drehmoment wird gegen Ende viel länger gehalten und obenrum haben wir mehr Leistung, aber das ist nicht das, was wir uns mit der Downpipe erhofft haben. Da wird jetzt der Verantwortliche in der Werkstatt, der uns das Auto überlassen hat, zum Abstimmen, wird nochmal danach schauen. Und dann bekommen wir das Fahrzeug noch einmal und dann wird man nochmal schauen. Wie schon gesagt, der Datenstand ist jetzt drauf, aber es ist zu wenig Leistung für das, was im Kennfeld hinterlegt ist und was das Auto da machen sollte. Ich gehe von dem Defekt aus, aber ich weiß nicht genau, welchen Bereich, vermutlich mal eher Richtung Krümmer. Wird man sehen. Ich werde das Video mit dem Prüfstand für euch am Wochenende fertig machen und dann wird es online gehen. Ich wünsche euch da viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen Anregungen und ein paar Informationen einbringen. Wenn irgendwelche Fragen sind, lasst unten einen Kommentar oder guckt unten in der Beschreibung. Da ist auch die E-Mail-Adresse. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Noch weiterhin an meine Kollegen und Partner gute Geschäfte und euch einen schönen restlichen Arbeitstag und bis zum nächsten Video. Tschüss!